In diesem Video zeige ich dir, wie du deinen inneren Kritiker beruhigen kannst, wie du dein Selbstvertrauen stärken und deinen Zweifler beruhigen kannst. Hallo ihr Lieben, hier ist wieder der Michael von jetztselbstsicher.de. Kennst du auch diesen inneren Kritiker? Diese Stimme in deinem Kopf, die immer alles besser weiß, die dich abhält von irgendwelchen Dingen, die du eigentlich machen möchtest, die genau weiß, warum das nicht gut ist für dich, was eigentlich gut für dich wäre, die dich zurückhält, die dir Ängste einredet, Unsicherheit einredet, Hemmungen einredet, Blockaden einredet und so weiter. Dieser nervige innere Kritiker. Und ja, den haben wir alle. Aber ist der wirklich so schlimm? Und wie kann man besser mit ihm umgehen? Denn dieser innere Kritiker ist ja nicht von ungefähr da, bei uns allen, sondern der hat ja eine bestimmte Aufgabe. Der will dich ganz einfach beschützen. Beschützen in der Regel vor kritischen Situationen, vor Blamage, vor Scham, vor Peinlichkeit, vor solchen Dingen. Und natürlich auch vor Gefahren, wie beispielsweise Zurückweisung, Liebesentzug etc. All diese Dinge ist der innere Kritiker, das ist so seine positive Absicht, und dafür ist er da und das ist eigentlich ja gut. Nur, er übertreibt halt. Also, er differenziert nicht. Und wenn nur eine geringe Gefahr da sein könnte, sagen wir mal so 1% Gefahr, 99% super, dann macht er aus diesem 1% einen riesen Hype und redet dir ein, dass alles ganz schlecht ist. Was kannst du jetzt also tun? Das Schöne ist, es gibt ja so eine Institution in dir selbst, die diesem inneren Kritiker zuhört. Jetzt könnte man sagen, das ist entweder ein anderer Persönlichkeitsteil oder aber es ist so dein höheres Selbst, das allen Persönlichkeitsteilen zuhört, nur der lauteste ist eben immer der innere Kritiker. Jetzt kannst du anfangen mit deinem höheren Selbst oder mit deinem anderen Persönlichkeitsteil, mit diesem inneren Kritiker Kontakt aufzunehmen, sprich mit ihm anfangen zu sprechen, zu diskutieren, ihn zu beruhigen, ihn dir zum Freund zu machen. Und das funktioniert erstaunlich gut. Ich kann dir nur raten, teste es aus, beginne damit, kannst du gut machen in ruhigen Momenten, vielleicht auch kurz vor dem Einschlafen etc. Und du wirst sehen, mit der Zeit wird der innere Kritiker sogar zu einem echten guten Freund. Wichtig ist dabei nur, dass du ihn seine Beschützerfunktionsrolle lässt und ihm immer wieder versicherst, dass wenn du etwas tust, wo er dir von abrät, dass du es tust und trotzdem darauf achten wirst, dass es eben nicht peinlich wird, dass es keine Zurückweisung gibt oder was immer die Sachen sind, dann ist er in der Regel auch beruhigt und du kannst wieder besser nicht nur schlafen, sondern auch agieren, weil du dich in mehr Situationen wieder traust, das zu tun, was du wirklich willst und was dir wirklich, wirklich wichtig ist. Dabei viel Erfolg, alles Liebe. Dein Michael von jetztselbstsicher.de. Nimm Kontakt mit deinem inneren Zweifler auf, mit deiner inneren Stimme auf, sie ist vollkommen normal. Lass sie dich weiterhin beschützen und sichere ihr diesen Schutz jederzeit zu. So wirst du dich wohler fühlen. Wenn dir diese Tipps gefallen haben, dann abonniere jetzt meinen Kanal und lade dir das kostenlose E-Book 5 Zaubertricks für dein Selbstbewusstsein herunter.